Menschenopfer, Verstümmelungen, Folter und Krieg. Im Namen eines Gottes. Religion und Gewalt gehörten in der Menschheitsgeschichte immer zusammen. Weshalb führt die Sinnsuche so oft zu Gewalttaten im Dienst der Götter? Ich bin Kara Cooney, Ägyptologin und auf einer Forschungsreise um die ganze Welt. Ich möchte herausfinden, welchen Einfluss das alte Ägypten auf die Menschheitsentwicklung hatte. Je weiter mich die Reise in die Welt hinausführt, desto mehr Ähnlichkeiten finde ich. Vieles von dem, was wir sind und wie wir sind, hat seinen Ursprung in Ägypten. Die Tempel des alten Ägypten verraten uns viel über die Religion im Altertum. Sie wurden im Verlauf tausender von Jahren und im Auftrag vieler Herrscher erbaut. Sie sind vielen verschiedenen Göttern geweiht. Aber sie haben etwas Gemeinsames. Ihre Wände sind voller gewaltsamer Szenen. Blutvergießen, Tötungen, Grausamkeiten aller Art. Warum wurden diese schreckenerregenden Bilder in geweihte Glaubensstätten eingemeißelt? Ein schauriger Gedanke. Aber im Verlauf der Geschichte gab es fast immer eine direkte Verbindung von Gewalt und Religion. Im Zentrum der meisten Glaubensrichtungen stehen Werte wie Großzügigkeit, Milde und Friedfertigkeit. Aber Spirituelles hängt immer auch mit Gewalt zusammen. Wieso haben die Menschen stets Gewalttaten im Namen ihrer Götter ausgeübt? Um ihre politische Macht zu sichern? Um bestimmte Glaubensrichtungen durchzusetzen? Oder gar, um über die Natur zu herrschen? Welche Zusammenhänge bestehen zwischen Religion und brutaler Gewalt? Um die Bedeutung sakraler Gewalt bei den alten Ägyptern zu verstehen, begeben wir uns an das Westufer des Nils, dem Land der untergehenden Sonne, dem Reich der Toten. Hier in Medinet Habu steht der Totentempel Ramses III., gebaut 1150 vor Christus. Direkt am Haupteingang, an den Tempelpylonen, finden wir ein furchterregendes Bild. Der riesige König zerschlägt seinen Feinden mit einer Steinkeule die Schädel. Die Ägyptologen nennen so etwas Darstellungen ritueller Feindvernichtung. Sie drücken die Herrschergewalt drastisch aus. Aber damals ging die Bedeutung eines solchen Bildes noch tiefer. Durch das Einmeißeln in die Tempelmauer sollte das Geschehen auf magische Weise real werden. Diese Bilder zeigen Opferungen, die den Tempel und die Götter verteidigen und schützen sollten. Die Ägypter boten das Leben der Opfer zum Tausch, um das gefürchtete Chaos in der Welt zu überwinden und in Ruhe und Wohlstand zu leben. Die grausamen Szenen sollten sicherstellen, dass jeden Morgen die Sonne wieder aufgehen und der Nil auch weiterhin fließen würde. Dies ist die Szene des Blutbades nach einer Schlacht. Die Reliefs zeigen ein blutiges Ritual, welches möglicherweise noch direkt auf dem Schlachtfeld stattfand. Sie haben ihren Feinden die Hände und die Penisse abgeschnitten, stapelten und zählten sie. Dies geschah einerseits, um die Zahl ihrer Opfer zu ermitteln. Andererseits glaubten sie, mit dem Abschneiden ihres Geschlechts auch ihr Leben nach dem Tod zu verhindern. Der begleitende Text hier sagt, der Hohepriester dieses Tempels, Ramses III., nehme diese Opferung von blutigen Händen und Penissen entgegen und erbiete sie den Göttern dar, um für den Tempel und ganz Ägypten um Ruhe, Sicherheit und Ordnung zu bitten. Im ganzen Land finden sich solche Gewaltszenen an den Tempelmauern. Jedoch gibt es keine Belege dafür, dass solche grausamen Akte tatsächlich durchgeführt wurden.
Aber anderswo in der Welt gab es genau solche Zusammenhänge von Gewalt und Religion, bei denen klar erkennbar ist, dass dort diese Gewaltakte auch stattgefunden haben. An der Nordküste des heutigen Peru existierte zwischen 100 und 800 nach Christus die blühende Kultur der Moche. Die Moche bauten einen gewaltigen Komplex von Heiligtümern, Tempeln und Pyramiden, der heute El Brujo heißt. An dieser großen Pyramide spiegeln sich die schaurigen Vernichtungsreliefs der Ägypter wider. Ganz oben auf der Pyramide befindet sich ein Wandrelief mit der Abbildung eines Moche-Gottes, der Enthaupter genannt wird. Die Szene erinnert stark an den ägyptischen König bei seiner rituellen Feindvernichtung. Es gibt keinerlei nachweisbare Verbindung der beiden Kulturen über Tausende von Jahren und Kilometern hinweg. Und doch herrschte in beiden der Glaube vor, mit solchen Gewaltakten die Götter besänftigen und auch bestärken zu können. An der Basis der alten Pyramide finden sich lebensgroße Darstellungen von besiegten Feinden, blutigen Schlachten und einem Todesmarsch von gefangenen Kriegern. Die nackten Gefangenen sind mit einem Seil um die Hälse zusammengebunden und werden zur Opferung geführt. Sie scheinen sich zugleich daran festzuhalten. Man stelle sich diese Prozession vor. 2005 machten Archäologen bei ihren Ausgrabungen eine schreckliche Entdeckung. Victor Rios war dabei. Sie haben hier Reste von Menschenopfern gefunden? Auf dem Platz, ja. Ein etwa 15-jähriges Mädchen mit eingeschlagenem Schädel. Und einen erwachsenen Mann mit abgetrenntem Unterleib. Er war zweigeteilt? Ja, und auch die Gliedmaßen waren abgetrennt worden. Die Knochen lagen daneben. Die Skelette von El Brujo bewiesen die Vermutung, dass die Moche verschiedene Arten von Opferritualen hatten. Einige Opfer wurden totgeschlagen, andere enthauptet oder man ließ sie verbluten. An dieser Wand sind Männer zu sehen, die als Tempelwächter dienten. Die Darstellungen bestehen aber nicht nur aus Lehm und Farbe. Sie enthalten echte Menschenknochen. Warum sind da Menschenknochen? Es gibt dafür zwei Hypothesen. Entweder sollten durch die Verwendung ihrer Knochen in der Abbildung auch die Tempelwächter unsterblich gemacht werden. Oder aber es gab so viele Knochen von Menschenopfern, dass der Architekt sie als Baumaterial verwendete, um den Füßen mehr Volumen zu geben. Für die Moche gab es eine wesensmäßige Einheit der realen, lebenden Menschen und ihrer Abbildung. Sie sind aus demselben Material gemacht. Und wieder geht es um einen Tauschhandel. Die religiösen Führer boten ihren Göttern Menschenfleisch und Blut an, um sie milde zu stimmen. Vielleicht sollten diese Geschenke die Menschen vor Chaos schützen und ihnen Wohlstand bringen. Bislang können die Archäologen darüber nur spekulieren, denn in der Moche-Kultur gab es keine schriftliche Überlieferung. Aber 3000 Kilometer weiter im Norden Amerikas und etwa zur selben Zeit führten auch die Maya gewaltsame Rituale durch. Die in Palenque in Südmexiko gefundenen Hieroglyphen der Maya geben Aufschluss über die Blutopfer. Hier vorsichtig sein. Ganz schön steil. Alonso Mendes ist Archäologe und Astronomiehistoriker in Palenque. Er zeigt mir Bilder und Hieroglyphen aus dem 7. Jahrhundert. Ganz wie in Ägypten. Er hält einen Feind an den Haaren und will ihn zerschmettern. Ja, die klassische Mischung aus Macht und Vorherrschaft. Was bedeuten diese Symbole hier? Das Schlüsselelement ist dieser sprießende Schädel, aus dem die Blätter herauswachsen. Alles neue Leben kommt von der Opferung?
Richtig. Der Tod bringt auch Leben. Und es ist eine Westfassade, also in Richtung der untergehenden Sonne. Das Land der Toten, wie bei den Ägyptern. Genau. Schädel, Knochen, Saatgut, das ist alles eins. Der Herrscher muss die Gefangenen abernten, wie der Bauer auf dem Feld seine Ernte einbringt. Wie bei den Moche und den Ägyptern war Wohlstand mit einem Tausch verbunden. Wertvolle Menschenleben mussten dargebracht werden, damit die Welt insgesamt fruchtbar blieb. Die Opferungen fanden in Palenque oben auf den Pyramiden statt. Und auch in diesem heiligen Gebäude, dem Palast, von dem aus wohl die Herrscher regierten. Im gesamten Innenhof finden sich Hieroglyphen von gefangenen feindlichen Soldaten. Möglicherweise wurden diese Krieger während der Einweihungszeremonie des Palastes geopfert. Um dem Bauwerk Leben einzuhauchen, wurden Menschen hingerichtet? Es ist ein zeremonielles Haus, das die Lebensenergie vieler lenken sollte. Dafür musste man ihm diese Energie erst einflößen. Und eines der größten Opfer ist das Menschenleben, das eigene Blut. Der Mensch als Nahrung wie der Mais, aber für den Tempel? Für die Götter. In der Religion der Maya gehörte das Opfer zentral zur Schöpfung. Sie glaubten, die Erde selbst sei dadurch entstanden, dass ein Gott sein Leben für die Menschen gab. Dieses erste Opfer wurde durch einen rituellen Sport immer wieder inszeniert, auf einem Spielfeld wie diesem. Durch diese Spiele bezahlten die Maya ihre Schuld bei den Göttern mit ihrem Blut. Alonso Mendez erklärt die Regeln dieses symbolischen Ballspiels. Es muss ein sehr schnelles Spiel gewesen sein. Der Ball musste immer in Bewegung gehalten werden. Wie Racquetball? Der Platz ist recht klein. Eher wie Jayalai oder Pelota, wobei man den Ball gegen die Wand schlägt. Auch hier muss der Ball zwischen den Wänden hin und her gesprungen sein. Vielleicht sollte der Ball nicht auf den Boden fallen. Aber es war für die Maya mehr als ein Wettkampf. Heute weiß man, dass am Ende des Spiels eine Mannschaft geopfert wurde. Entweder die Verlierer oder aber auch die Sieger. In jedem Fall ging es dabei um einen Tausch, einen Opfertod zu Ehren des Lebens. In vielen Urreligionen gibt es einen kosmischen Kampf zwischen Ordnung und Chaos. Die Wettspiele hier sollten die Ordnung erhalten. Gewaltsame Opferungen galten als Quelle der Kraft. Mitten in Mexiko-Stadt erforschen die Archäologen immer noch die Ruinen der alten Aztekenhauptstadt Tenochtitlan, direkt angrenzend an Tlatelolco. Vor ihrer Zerstörung durch die Spanier zu Beginn des 16. Jahrhunderts lebten hier 100.000 Menschen. Im Zentrum eine riesige Pyramide, der 60 Meter hohe Templo Mayor. Tenochtitlan war das religiöse und das Machtzentrum der Azteken. Wie die Maya glaubten auch die Azteken, dass ihre Götter Opfer forderten. Die Conquistadores berichteten über die Azteken und deren ausgefeilte Praktiken der Menschenopfer.